Herzlich willkommen, guten Tag. Mein Name ist Andreas Kruse vom IHE-Retail-Institut in Köln. Ich kümmere mich im Institut um das Business Development für die Forschungsbereiche Logistik, Verpackung und für Forschungsthemen wie E-Commerce Fulfillment und Robotik. Neben mir sitzt Marco Atzberger. Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Ich bin im EAI in der Geschäftsleitung und darf zusammen mit Andreas Kruse diese innovativen Themen wie eben Robotics, KI bearbeiten. Und es ist eine große Freude, heute einmal darüber zu berichten. Marco, KI ist in aller Munde, auf Englisch AI, Artificial Intelligence. Und es gibt eigentlich hier unten begrenzte Einsatzbereiche, in denen man dieses Thema sieht, auch lanciert, wo viele Unternehmen hingehen und mittlerweile prüfen, ist es das für mich oder nicht. Nicht zuletzt auch im Handel. Und da müssen wir jetzt auch als Institut gucken für unsere Anwender, what's in for them, also was können die wirklich gebrauchen und nutzen und wo beginnen sie am besten. Und dazu versuchen wir halt natürlich einen Überblick zu geben und Entscheidungssicherheit zu unterstützen. Ja, du hast gerade die erste Folie aufgeblendet heute unter dem Artikel oder unter dem Titel Chancen der künstlichen Intelligenz für den Einzelhandel. Wollen wir das mal anhand von drei Projekten, die wir durchgeführt haben in den letzten anderthalb Jahren, mal eingrenzen und mal sehen, ist es jetzt mehr als ein Stück Software? Die meisten verstehen ja das darunter. Und was bedeutet es, wenn wir selbstlernende Systeme im Einsatz haben, die dann zum Beispiel in der Lage sind, Robotik zu steuern, autonome Robotik zu steuern und die selber Entscheidungsprozesse initiieren und anstoßen und auch durchführen können im Vergleich zu nur repetitiven Aufgaben in der Automatisierung? Wir haben mal, vielleicht gehst du mal auf die nächste Seite, im letzten Jahr unsere turnusmäßige EHI-Umfrage zu den Technologietrends durchgeführt. Und dabei hat sich die künstliche Intelligenz mit 69% mit einem Riesenabstand vor allen anderen folgenden, sag ich mal, IT-Anwendungsformen durchgesetzt. Ich glaube, wir machen diese Studie ja alle 3 Jahre und seit etwa 20 Jahren schon. Ja. Und das ist wirklich der größte Abstand, den wir bisher gesehen haben, von Nummer 1 auf Nummer 2. Das zeigt eigentlich, wie viel Fantasie und wie viel Potenzial letztendlich auch die Händler zum Thema künstliche Intelligenz hier sehen. Genau. Und da hat KI die weiteren Themen wie Cloud und Omnichannel und so weiter auf die Plätze verwiesen. Alles andere auch wichtige Themen sicherlich, aber die sich schon bereits in der Anwendung befinden. Und wir wollen jetzt mal gucken, was ist hinter diesen 69%. Und wie splitten die sich auch auf? Was lässt sich im Detail dahinter nicht nur vermuten, sondern auch sehen? Und da sehen wir beispielsweise das Thema Predictive Analytics, also schlussendlich ein Thema für eine Anwendung für das Thema Forecasting. Wir sehen standortspezifische Warenallokationen, wenn beispielsweise ein Händler hergeht und vergleichen will, ob sich die Kaffeemaschine direkt neben der Kasse besser verkauft als an einer anderen Zweitplatzierung im Geschäft und dann diese Informationen gegeneinander fährt. Schlussendlich, wir reden noch von Big Data, Marco, oder? Ja, wobei das Interessante hier eigentlich ist, es ist eine Durchmischung hier. Wir sehen Bilderkennung oder wir sehen Voice Recognition. Das sind eigentlich aus meiner Sicht Technologien, die unterstützen, um Systeme intelligent zu machen. Und gleichzeitig sehen wir auch Anwendungen für den Handel, eben diese Analytics, Predictive oder die Allokation. Also insofern, es zeigt einem einfach, wo überall diese Themen auftauchen. Beispielsweise das Thema Dynamic Pricing hier mit 19% genannt. Eine Anwendung, die wir doch im Onlinehandel schon längst an der Tagesordnung haben, wenn man mal an diese ganzen Preissuchmaschinen denkt, Kaufdauer und Co. Ja, und was wir zum Beispiel ja auch in der im Moment ja schwierigen Situation der Fluglinien beobachten, dass die Preise ja schon seit Jahren immer sehr, sehr unterschiedlich sind und man da teilweise das Gefühl hat, wenn man zweimal nach demselben Flug sucht, ändert sich der Preis nach oben. Das ist das Dynamic Pricing. Gab es in dieser Form im stationären Handel kaum, weil man natürlich die Preise schlecht umschreiben kann. Und da stellen wir jetzt fest, durch diese elektronischen Preisetiketten, die am Regal festgemacht werden, da kommt der Handel jetzt in die Situation, dass er eigentlich sehr schnell Preise verändern kann, je nach Tageszeit oder vielleicht auch nach Bestand. Das waren dann die Händler, die jetzt von der Mehrwertsteuer- oder Umsatzsteuerreduzierung von 19% auf 16% da vergleichsweise leicht mit umgehen konnten. Ja, das war natürlich für diejenigen einfacher, die mussten nicht alles umetikettieren per Hand. Jetzt sehen wir auf dem nächsten Chart schon
einen Überblick, eigentlich das Ergebnis eines Projektes, das wir gemeinsam mit den Firmen Use und dem Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz, dem DFKI, gemacht haben. Ein Überblickschart, das eigentlich alle möglichen, das soll nicht erschöpfend sein, aber es sollen die wesentlichen Anwendungen aufgezeigt werden, die wir letztes Jahr im Handel, im Bereich Zentrale, im Bereich Logistik und Transport, im Filialeinsatz, aber auch an der Schnittstelle zum E-Commerce-Kunden gesehen haben. Und da erstaunt es doch, dass man beispielsweise im Bereich Zentrale nur vergleichsweise weniger Anwendungen sieht, wobei man ja nun denkt, dass das ganze Geschäft aus der Zentrale heraus gesteuert wird, während man in der Filiale das doppelte Anwendungsfällen sieht, beziehungsweise im Logistik und Transport auch eine ganze Anzahl. Das zum einen, das soll eigentlich nur mal aufreißen, wo sind heutzutage schon Anwendungsfälle sichtbar. Wir haben eben gerade das Thema dynamische Preisoptimierung genannt. Marco hat auch eben gerade schon dann die Brücke gebaut und gesagt, okay, wenn ich das machen will, dann muss ich auch in der Lage sein, die auch elektronisch und schnell ändern zu können. Dann egal, das ist das eine. Aber dann finden sich auch wieder Old Fellows da auf dem Chart, wie ja beispielsweise rechts unten in der Ecke der Voice Interactive Mirror. Wann hast du den zuletzt benutzt, Marco? Ja, das sind so diese Geschichten, die immer wieder auftauchen, dass man mit seinem Spiegel spricht oder dass man hier, man sieht auch die digitale Umkleidekabine, da findet jeder toll, jeder kann damit was anfangen, aber dann tatsächlich, dass das Thema im Handel auftaucht, das ist eben doch sehr langsam und das ist, wenn ich den Gedanken noch zu Ende mache, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die Händler auch dabei haben. Händler sind es eben sehr gewohnt, sehr pragmatisch zu sein. Und jetzt diese Idee von Robotern oder Computern, die irgendwie intelligent werden, da braucht man eben sehr viel Fantasie, um sich die Investitionen dafür dann auch schön zu rechnen. Ja. Trotzdem haben wir das aufgeführt, weil es eben ein Thema ist, wenn sowas natürlich mal kommt. Mhm. Und wenn du wirklich in so einer Umkleide bist und unterstützt wirst und nicht für jedes Stück dich wieder anziehen musst und wieder rausläufst und so weiter, das wäre natürlich schon eine tolle Situation. Ich glaube, da hat Bonprix in Hamburg, ne, was das Thema digitale Umkleidekabine betrifft, da unten auch eine ganz schöne Lösung entwickelt, wo man sich dann im entsprechenden Licht sehen kann, wo man sich verschiedene Kleidungsstücke vorhalten kann, virtuell vorhalten kann, etc. Ich glaube, das ist, man sieht, es wird genommen und auch teilweise probiert, aber es kommt natürlich noch nicht zur breiten Umsetzung. Anders im Bereich Transport beispielsweise, Tourenplanung ganz aktuell, habe ich gesehen, dass es eine Firma gibt, die einen digitalen Zwilling für die Transport-Tourenplanung entwickelt hat, anhand dessen man dann also gucken kann, wie weit die Tour gefahren ist, beziehungsweise man kann es halt mit statistischen Daten und mit Hilfe von entsprechenden künstlichen Intelligenz diesen digitalen Zwilling quasi als parallele Anwendung laufen lassen und sehen, ob es da ein Problem gibt. Wobei die Logistik ist meines Erachtens schon immer so ein bisschen Spielball gewesen von mathematischen Verfahren. Also als ich vor längerer Zeit studiert habe, auch damals gab es schon das Thema Operations Research, da gab es Tourenplanung, da gab es das Problem, das Rucksackproblem, wie packe ich den Rucksack, was nehme ich mit? Da wurde also sehr, sehr viel gerechnet in der Logistik und das ist ja auch ein bisschen unsere Erfahrung, da schlägt im Moment die Technologie am schnellsten auf. Ja, genau. Die ganze Studie, die wir jetzt angesprochen haben, wurde 2019 beendet, Anfang 2020 vorgestellt. Sie können sich die gerne runterladen. Im Internet auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums ist die hinterlegt und da werden auch alle Einsatzbereiche ausführlich beschrieben. Das ist das eine. Wenn wir jetzt weiter Richtung Zukunft gucken, dann reicht nicht die Glaskugel und dann reichen auch nicht unsere Erfahrungswerte, sondern da nehmen wir uns in der Regel einen starken Partner an die Seite, das ist die Firma SCMI aus Paderborn. Mit ihr gemeinsam gucken wir alle paar Jahre mal wieder auf das Thema Zukunft in unterschiedlichen Bereichen. Diesmal sehr fokussiert auf das Thema künstliche Intelligenz. Und das haben wir nicht gemeinsam alleine gemacht, sondern gemeinsam mit Partnern aus dem Handel und mit Partnern aus der Robotics for Retail Initiative. Hier sind einige Händler zu sehen, einige IT-Dienstleister, Logistikdienstleister und andere Dienstleister des Handels. Und mit ihnen gemeinsam haben wir seit Beginn
2020, habe dann auch virtuell insbesondere dieses Projekt durchgeführt, deren Ergebnisse jetzt mittlerweile vorliegen. Und die würden wir ganz gerne mal präsentieren. Ja, also es ist sehr schwierig, das Szenario-Projekt in seiner Vielfältigkeit in wenigen Minuten zu erklären. Weil ein Szenario ist eben was anderes als eine simple Voraussage, was die Zukunft bringen wird, sondern wir versuchen hier in einem sehr dynamischen Gruppenprozess eigentlich viele unterschiedliche Möglichkeiten zu identifizieren, wie es sich weiterentwickeln kann. Es gibt zig Beispiele aus der Literatur. Es wird immer wieder dieses Beispiel gebracht, das noch in den 70er Jahren der Chef und Gründer von DEC gesagt hat, kein Mensch braucht einen Computer zu Hause. All diese Prognosen können sehr, sehr falsch liegen. Und deshalb versuchen wir nicht eine Zukunft zu finden, sondern eine Handvoll von unterschiedlichen Szenarien. Wie machen wir das? Wir haben zum einen, versuchen wir erstmal zu identifizieren, was beeinflusst überhaupt ein Thema. Und bei uns war ja das Thema, wie sieht es mit der Zukunft der künstlichen Intelligenz im Einzelhandel aus? Und ich habe Ihnen hier einfach mal so ein Bild mitgebracht, das Systembild, was alles so eine Rolle spielt. Und man sieht hier eigentlich in der Mitte KI-Technologien, KI-Methoden, KI-Daten. Das ist so technische Basis. Aber dann spielt es natürlich wahnsinnig eine Rolle, wie sich der Handel grundsätzlich entwickelt. Wird er eher schnell liefern, langsam liefern? Welche Online-Anteile hat man? Man sieht, dass aber auch das gesamte Umfeld eine Rolle spielt, wie sich die Wirtschaft, wie die Politik und so weiter sich entwickelt. Gerade bei Daten ist natürlich Politik ein wichtiges Thema. Wenn man so ein Bild aufgemalt hat, dann kann man im Grunde genommen, das haben wir eben in diesen Gruppenprozessen getan, ja, im Grunde genommen als Brainstorming zu versuchen, alle Einflussfaktoren aufzuführen, die einem so einfallen, die irgendwie was mit dem Thema zu tun hat. Und hier war unsere Gruppe sehr, sehr aktiv, hat 72 unterschiedliche Einflussfaktoren gefunden. Da geht es über die Frage, wie autonomes Fahren im Güterverkehr sich entwickelt, wie die Anlieferkonzepte sein werden, wie die Einstellung der Konsumenten zur KI ist, wie die Struktur der Handelsbranche ist. Also man sieht ein sehr, sehr breites Feld. Und es wird einem vielleicht auch ein bisschen klar, warum die Vorhersage von Zukunft so schwer ist, weil die bedingen sich natürlich alle gegenseitig. Die haben alle was miteinander zu tun. Und da kann man durch ein recht gutes mathematisches Verfahren, wo man Punkte vergibt und dann nachher Summen bildet, kann man eigentlich sehr gut rausfinden, welche sind eigentlich die Schlüsselfaktoren bei einer solchen Menge von Einflussfaktoren. Was sind die wichtigsten Faktoren? Welche sind eigentlich Hebel, die wirklich die Dinge in Bewegung bringen? Und einer dieser Hebel, das ist, ich hatte es eben kurz angesprochen, der Datenschutz. Ein anderes Hebel ist natürlich die Technologieakzeptanz überhaupt. Die Frage online, offline und auch letztendlich, wie viel Personal habe ich überhaupt im Handel? Muss ich hier menschliche Denkkraft und im Fall von Robotern auch menschliche Muskelkraft ersetzen mit Robotern? Oder wie schaut das aus? Also da haben wir es schon geschafft, diese 71 Faktoren einzudampfen auf 25 Schlüsselfaktoren. Und da kommt eigentlich das Lustigste in dem ganzen Projekt. Und verzeihen Sie mir bitte, dass ich das lustig nenne. Aber an dieser Stelle fängt man an zu diskutieren, wohin kann sich eigentlich so ein einzelner Faktor entwickeln? Und das wird sehr strukturiert gemacht. Wir haben zum Beispiel hier die Digitalisierung der Filiale und wir haben uns gesagt, was wird denn da filialisiert? Sind es interne Prozesse und die können ja oder nein digitalisiert werden oder sind es Prozesse zum Kunden hin? Ja und nein. Und dann kriegt man vier verschiedene Ausprägungen. Aber man muss natürlich erstmal die richtigen Achsen überhaupt finden. Das ist eine Diskussion. Das geht anderthalb Tage so und danach ist man dann ja, ganz schön durch mit seinem Projektteam. Korrekt, genau. Ja, nur um das mal anzumuten, 25 Faktoren mal vier verschiedene Möglichkeiten und daraus setzen wir dann die Szenarien zusammen und sind in diesem Projekt auf acht unterschiedliche Szenarien gekommen.
Das hier ist unsere Landkarte der Zukunft. Die Anordnung der Szenarien macht durchaus Sinn. Wir sehen links im Grunde genommen die Szenarien, die dann eintreten, wenn wir eine gebremste KI-Entwicklung haben, weil eben die Technologie nicht so schnell vorangeht, wie wir es uns vielleicht mal vorgestellt haben. Oder aber rechts auf dem Chart ist dagegen eben die beschleunigte Entwicklung. Und bleiben wir links, bleiben wir bei Szenario 2. Das ist eben eine Situation, wo, ich glaube, wir sind da sehr nah auch an unserer Realität dran, wo es wenige große Player gibt, die die Investitionsvolumen stemmen können, die auch die Daten haben und die KI anwenden. Da fällt mir jetzt spontan zum Beispiel die Firma Amazon ein. Und es gibt eben viele Händler, die eben nicht partizipieren können an KI. Das sind vielleicht die vielen kleinen Händler, die wir eigentlich lieben, die Straßen bunt machen, aber die eben nicht die Möglichkeit haben, mit einer KI-Abteilung Prozesse voranzutreiben. Und dies ist also die Polarisierung, die da stattfindet. Und es kann sein, dass wir diesen Zustand behalten, dass er sich noch intensiviert und dass es dort noch schwieriger wird. Aber eine Chance doch auch für Verbundgruppen oder anders organisierte oder ähnlich organisierte Unternehmensformen, sich da jetzt drum zu kümmern, oder nicht? Weil, also dass der einzelne selbstständige Händler kann, das mag ich auch wieder zu bezweifeln, aber dass ich, wenn ich eine Organisation im Hintergrund im Rücken habe, dann kann ich doch auch mich darum kümmern, oder? Also genau das, was du jetzt ansprichst, ist eigentlich das Ziel dieser Szenarien. Man schaut sich das an, man sagt, oh je, komme ich in diese Situation rein? Und dann ist es eben die Frage, was mache ich damit? Diese Szenarien sind ja anders als jetzt der Versuch, die Lottozahlen vorherzusagen. Wir können eine Zukunft beeinflussen durch unser Verhalten. Und wenn natürlich jetzt Verbundgruppen sehen, wir müssen dem selbstständigen Handel helfen, der bei uns bisher vielleicht nur einkauft, der vielleicht ein bisschen Marketingmaterialien bekommt, und dem müssen wir eigentlich auch KI zur Verfügung stellen, dann ist das eine Geschäftschance. Und wenn alleine eine Verbundgruppe das hier liest und jetzt entsprechend investiert, wenn, wir wissen ja auch, dass gerade der Spielwarenhandel sehr verbundgruppenorientiert ist, wenn wir also hier Möglichkeiten sehen, dem einzelnen Händler zu unterstützen, dann kann das natürlich eine Chance sein gegen die scheinbaren Übermächte aus dem Internet. Jetzt war ich aber zu Szenario 3 rübergegangen, wo ich auch sagen würde, das ist eine gebremste Entwicklung. Und zwar, wir sind hier in Köln, hier gibt es die Heinzelmännchen, die Arbeit erledigen für die Kölner. Deshalb haben wir das Bild gewählt. Und das soll andeuten, KI findet statt, aber KI ist unsichtbar. KI findet einfach nur kundenfern statt. Nachbestellungen werden vielleicht über KI gesteuert. Beleuchtungskonzepte, damit Energie gespart wird über KI gesteuert. Und es ist im Verborgenen, es ist eben nicht akzeptiert in der Bevölkerung. Entschuldigung. Wir sehen hier, man kann von einer gebremsten Entwicklung ausgehen. Man könnte auch sagen, die Entwicklung geht vielleicht ein Stück weit sogar zurück. Vielleicht wird KI überschätzt. Vielleicht finden wir raus, dass KI schlechte Entscheidungen trifft, weil sie programmiert wird von Menschen und undurchsichtige Entscheidungen trifft. Und in dem Fall könnten wir tatsächlich in ein Szenario rutschen. Das ist dieses Szenario 1, das wir genannt haben, KI mehr Schein als Sein. Da würde ich übrigens so ein bisschen diesen Spiegel, auf den du mich eben angesprochen hast, verorten. Über den wird immer gesprochen. Der scheint irgendwie ganz toll, aber so richtig, ja, einführen tut ihn ja keiner. Und das könnte dieses mehr Schein als Sein Szenario sein. War es nicht so, dass in Amerika jemand hingegangen ist und Alexi und Siri aufeinander losgelassen hat und die dann eine eigene Sprache entwickelt haben und die Programmierer dann eingeschritten sind und haben die Systeme wieder ausgeschaltet und runtergefahren, weil sie nicht mehr Herr werden konnten der Kommunikation, die beiden miteinander ausgeheckt hatten? Ich meine, da war sowas. Ja, uns zeigt dieses Szenario einfach, wenn wir vielleicht im Kopf so denken, es kann ja nur vorwärts gehen, es kann ja nur größer werden, KI, sind solche Beispiele geeignet zu sagen, Achtung, vielleicht wird dieses KI-Thema auch überschätzt und in 10 Jahren sagen wir, das haben wir mal versucht, aber das machen wir nicht, weil es eben zu viele negative Effekte mit sich bringt. Aber ich glaube, es gibt ja auch schon Händler, große Versandhändler, die KI nutzen im Bereich von Chatbot-Anwendungen. Ne? Das ist sicherlich auch im Bereich Kundenmanagement ein Einsatzgebiet, wo man mittlerweile schon eine KI vorschalten kann.
Definitiv. Das wäre für mich dann aber eben kein KI mehr Scheinarzt sein, sondern da wird es eben schon tatsächlich eingesetzt. Ich kann vielleicht mal zeigen, wenn wir auf die rechte Seite gehen, da ist nämlich eben diese beschleunigte Entwicklung. Das ist die vertikale Achse und wir haben hier noch eine zweite Achse reingezogen, die uns so ein bisschen sagen soll, verstehen die Händler und die Unternehmen oder auch die Kunden oder auch die Gesellschaft überhaupt KI? Oder ist das so ein Wunderzeug, wo man sich nicht mit auseinandersetzen möchte und nur wenige verstehen das? Und hier sehen wir eben im oberen Teil ein hohes KI-Verständnis, die Bedeutung ist klar und man überlässt der KI viel Steuerung, in anderen Fällen eben nicht. Und diese Entwicklung 4, das haben wir als Gold Rush bezeichnet. Da haben wir als Gesellschaft keine Regeln aufgestellt, wie wir mit KI umgehen wollen. Zum Beispiel deine Chatbots. Müssen die sich, bevor du mit ihnen sprichst, identifizieren als KI, als Technik? Oder nimmt man da einfach, sagt man einfach, das interessiert sowieso keinen und je menschenähnlicher die werden, umso besser. Dann kann man vielleicht besser den anderen über den Tisch ziehen. Und insofern ist die Frage, wird es Regeln geben? Wird es eine Steuerung geben, wo KI eingesetzt werden darf oder nicht? Und wir wissen ja gerade, dass wir in Europa da wirklich bei Datenschutz und bei sowas mit uns ringen und die Amerikaner, aber vor allem auch die chinesischen Anwendungen eigentlich völlig ohne Rücksicht auf diese juristischen Feinheiten sich entwickeln. Und da droht so ein bisschen eine Situation zu sein, wie die Goldgräberstimmung. Jeder tut, was er kann und viele soziale und juristische Standards bleiben gleich auf der Strecke. Eine weitere Einteilung, die wir hier haben, ist die Frage in geschlossene Ökosysteme oder offene Ökosysteme. Geschlossene Systeme, das wäre also zum Beispiel, wenn Amazon sagt, ja, du kannst bei mir KI machen, aber natürlich nur auf meinen Methoden, nur auf meinen Rechnern, nur wenn ich als Amazon weiß, was du rechnest. Und offene Systeme sind eben die, wo im Grunde genommen eine breite Verfügbarkeit von Daten und Methoden und Software ist, sodass jeder sein eigenes System so zusammenstellen kann. Und wir haben die geschlossenen Systeme, die sehr intransparent sind. Wir haben die offenen Systeme, wo viel Transparenz ist und wo viel Austausch stattfindet. Und hier sehen wir das Szenario 5, das durchaus spannend für den Handel ist, weil wir sagen, wir haben zwar handelseigene, jeweils vom einzelnen Unternehmen entwickelte Konzepte und KI-Systeme, aber die sind so geartet, dass dem Händler viel repetitive Arbeit, dispositive Arbeit abgenommen wird und der eigentlich die Möglichkeit hat, KI hier unterstützend zu nutzen. Er fühlt sich nicht, der Händler nicht, der Kunde nicht durch die KI bevormundet, sondern sie ist eben ein Enabler, eine Möglichkeit, kreativ zu handeln. Ein sehr positives Szenario eigentlich und wir sehen eigentlich, wir könnten zu diesem Szenario sicherlich ganz gut kommen. Was da eine Rolle spielt, ist, wie aktiv der Handel ist. Sind wir passiv? Halten wir uns zurück als Händler? Sagen wir, nee, das können nur die anderen, das können nur die IT-Firmen, das kann nur ein Microsoft, ein SAP oder ein Oracle oder wer auch immer. Oder nehmen wir als Handel die Herausforderung an und sagen, wir kümmern uns um die Fragestellung. Wir sind auch beim Gold Rush aktiv, wir sind kreativ und dann kommen wir im Grunde auf diese vier Szenarien, die sich hier verstecken. Wenn der Handel die KI-Entwicklung anderen überlässt, dann kaufen wir vielleicht Komponenten dazu. Dann kaufen wir als Händler vielleicht die Software, die die Tour optimiert. Oder wir kaufen als Händler Chat-Systeme von der Stange. Und dann hat jeder Händler dasselbe Chat-System und kann darüber keinen Wettbewerbsvorteil entwickeln. Das ist eine Möglichkeit. Damit kann man Prozesse verschlanken, kann man noch effizienter arbeiten, kann man die Preise vielleicht noch weiter nach unten drehen von den Produkten. Aber es ist eben eine Geschichte, wo der Handel im Grunde genommen nur KI dazu kauft und nicht selber entwickelt. Und der Kunde, wo bleibt der Kunde? Gibt es
Ja, der Kunde, den habe ich mir fürs Ende vorgenommen. Und zwar bei Szenario 7 und 8, da haben wir jetzt wirklich die Entwicklung. Wir waren ja von links, wo wir eine nur sehr eingeschränkte Entwicklung hatten, jetzt rechts angekommen, wo wirklich KI disruptiv werden. Also das heißt, da werden nicht die bestehenden Systeme effizienter und schlanker und schöner, sondern da kriegen wir ganz neue Systeme, die dort sich etablieren. Das braucht aber auch klare Regelungen für den Datenschutz. Das braucht eine hohe Technologiekompetenz vom Handel und von natürlich auch den entsprechenden Kunden. Und wir sehen hier, das sind die unteren drei, das sind die vom Handel gestalteten KI-Systeme mit hoher Datennutzung, wo man eigene und fremde Daten nutzt. Und im Grunde genommen in diesem 17. Szenario die einzelnen Händler im Wettbewerb darum stehen, wer hat die besseren KI-Systeme, wer geht kreativer damit um, wer hat auch eine breitere Datenbasis, wer hat die Kundendaten, wer hat die Produktdaten, wer kann das miteinander, die Transaktionen in Verbindung stellen. Eine sehr, sehr interessante Version, wo es nicht mehr darum geht, das einzelne Produkt anzubieten, sondern ein Gesamtkonzept zu bieten und sich eben mit dem Kunden entsprechend zu verbinden. Und Nummer 8, und das ist das, wo du fragst, wo bleibt der Kunde? Da hat der Kunde auf seinem Rechnersystem, auf seinem Handy, in seiner Kleidung KI verbaut. Und die Kleidung signalisiert vielleicht schon, es wird kalt, kauf mal wieder Heizöl ein. Oder der Kühlschrank teilt mit, die Milch geht aus, soll ich mal bestellen und soll ich mal schauen, bei welchem Händler ich im Moment am besten die Milch bestellen kann. Das sind ja dann solche Predictive Tools, wie die Maintenance auch. Industriellen Bereich. Ja, aber wo wirklich die Hoheit beim Kunden liegt und der Kunde nicht der Empfänger der Signale ist vom Handel, sondern im Gegenteil, der Kunde erstmal seine eigenen Daten in einer Kunden-KI auswerten kann, die er natürlich nicht selbst entwickelt hat, die er natürlich über Apps und entsprechende Dienstleister einkauft, aber wo er eben den Hut auf hat. Und wenn man das jetzt alles zusammenfasst, und ich weiß, das war jetzt sehr schnell, man kann eigentlich sehen, wer ist der Treiber? Wird der Handel das Ganze treiben oder andere? Und wie dynamisch wird die KI-Entwicklung? Und je nachdem, wie sich das dann darstellt, kommen wir in verschiedene Szenarien. Ich will das vielleicht mal ganz schnell beleuchten. Wenn wir jetzt mal sagen würden, wir sind im Moment hier in Szenario 2, dann erwarten wir eigentlich durchaus eine Richtung, dass wir in eine Situation kommen, wo es Regeln werden gibt, wo nicht die Regierung alle da zuschauen und sagen, lass die mal machen, sondern es wird Regelungen geben. Europa wird sich da organisieren. Wir sehen es ja auch an TikTok im Moment, dass dort in Amerika, in Europa Diskussionen laufen, wie damit umzugehen ist. Und dann kommen wir sicherlich von diesem Punkt dann, wenn es disruptiver wird, in Szenario 7 oder 8. Aber ich will einfach mal mit den Pfeilen andeuten, es kann auch in andere Richtung gehen. Und das ist das Wichtige. Und das würde ich jetzt einfach wirklich jeden bitten, mitzunehmen. Man muss sich sehr, sehr klar sein, wir wissen nicht genau, wie so eine neue Technologie sich weiterentwickelt und in welchen Bereichen die sich entsprechend weiterentwickeln wird. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, Marco, diesen Transfer, diese Analyse zu machen, sagen, wo steht denn jetzt mein Unternehmen in diesem Kontext? Das muss ja schlussendlich jedes Unternehmen selber durchführen, jeder Händler selber durchführen. Da gibt es nicht so One-Fits-All-Solution, dass man sagt, man geht von über nach und ist dann am Ziel, sondern da muss man sicherlich einfach die Kompetenzen und die Ressourcen auch, sag ich mal, prüfen, die in dem Unternehmen vorhanden sind. Sehe ich das richtig? Absolut. Natürlich hat irgendwie jeder den Wunsch, wenn er jetzt hört, wir haben uns über die Zukunft der KI auseinandergesetzt, dass wir ihm jetzt genau sagen, was er tun soll und wie dann die Zukunft aussieht. Aber das weiß eben keiner. Ich sehe oft Studien, wo ich dann sage, ja, mal sehen, wenn wir in 20 Jahren uns wieder treffen und ich dir die Studie mitbringe, ob du dann noch was damit zu tun haben möchtest. Sondern dies zeigt einfach das Spielfeld, in dem wir uns bewegen. Und da wird sich jedes Unternehmen auch ein bisschen anders positionieren müssen. Es ist, glaube ich, für den spielbaren Handel zum Beispiel sehr, sehr wichtig, eben zu schauen, wie komme ich aus dieser Polarisierungsfalle raus
Und wie komme ich dahin, dass KI entweder im Hintergrund läuft und mich auch als Kleinen effizient arbeiten lässt, oder wie komme ich dahin, dass ich sogar Raum habe und neue Ideen umsetzen kann? Das sind sicherlich die anstehenden Fragen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass eben auf einer Verbandsebene daran gewirkt wird, dass es Regeln gibt für diese KI. Sonst wird der Kleine da sicherlich schnell zur Seite gedrückt. Ja, das waren jetzt viele Kreise, glaube ich, und viele Szenarien, die wir hier vorgestellt haben. Wir haben noch einen Kreischart mitgebracht, ja, aber da geht es um Konkreteres. Ich würde ganz gerne nochmal den Brückenschlag machen zum Thema Robotics. Bei uns heißt es Robotics for Retail Initiative. Das ist eine Initiativenform, die wir seit vier Jahren machen, in der wir entscheidende Player aus Robotik und Automatisierung am Tisch haben. Und mit denen haben wir das eingangs den Scope und das Arbeitsfeld mal abgesteckt. Und da sieht man ganz klar, Robotics setzt sich zusammen aus dem Thema Big Data und KI, also der Steuerungszentrale, also dem Brain des Ganzen, der also alle Befehle ausgibt, aber auch Daten aufnimmt und verarbeitet, geht über Mobilität, über Mechanik, also sich im Raum bewegen können, autonom Dinge greifen, saugen, fassen können, bis hin zum Thema Sensorik, das natürlich wieder ganz eng mit dem Thema KI und dem Brain dann zusammenspielt, weil es natürlich entsprechende Sensorikwerte liefert. Und wenn man in der Lage ist, schlussendlich dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Kompetenzen zu orchestrieren, dann sind wir der Meinung, ist man in der Lage, auch entsprechende Roboter zu bauen, die entweder am Point of Sale oder, wie heute noch in der Regel üblich, auf der Lagerfläche arbeiten, aber mit Tendenz Richtung Point of Sale sich entwickeln werden. Und man sieht hinter uns an der Wand das Poster, was wir Ihnen jetzt hier auch eingeblendet haben. Wir nennen das Robotics for Retail First Mover, heißt also diejenigen, die sich jetzt in den letzten Jahren doch deutlich hervorgetan haben und Lösungen entwickelt haben, die im Bereich Automatisierung und Robotik liegen. Dieses Poster erstellen wir alle 2 Jahre, also steht nächstes Jahr wieder ein Update an. Und wir werden also sowohl unterstützt von unseren Partnern der Initiative, deren Logos man unten am Bildrand sieht, aber auch von weiteren Anbietern, wobei das Poster auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber mit mittlerweile 53 Nennungen haben wir da schon eine ganz schöne Anzahl für stationäre Automatisierung, für Indoor-Automatisierung, die aber mobil ist, und auch für Outdoor-Automatisierung, die mobil ist. Und wir haben das mal so auf der Prozesskette abgetragen und man sieht, dass man natürlich eine große Verdichtung und Bandbreite im Bereich Warehouse-Management, Wareneingang, Kommissionierung, Verbringung hat, etc. Das wird uns weiter begleiten, das denken wir auf jeden Fall. Der Zug, der ist losgefahren und der wird auch nicht wieder anhalten. Und da werden wir sicherlich noch ganz schöne Technologiesprünge in den nächsten Jahren sehen können. Wichtig zu sehen dahinter ist, dass ein Großteil dieser Anwendungen durch KI gesteuert wird. Nicht alle sicherlich. Dort, wo es nur um reines Repetieren geht und Wiederholen, da reichen Automatisierungsanwendungen. Aber wir sind jetzt dabei, auch in einem weiteren Projekt im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums mit einem sehr großen Konsortium eine Plattform zu erarbeiten. Vielleicht kannst du, Marco, nochmal da zum Schluss sagen, worauf wir da abzielen und warum wir das so in dieser Öffentlichkeit auch kommunizieren. Ja, also im Grunde genommen die Roboteranwendungen, die du eben gezeigt hast, die müssen ja auch untereinander agieren können. Und vor allem, und das war ja das, was ihr bei den Szenarien gezeigt habt, um in diese rechten Szenarien zu kommen, brauchen wir offene Systeme. Und hier ist ein Projekt, das heißt Knowledge for Retail, wo wir gefördert durchs Ministerium eben eine digitale Abbildung einer Filiale erschaffen, in die wir dann unterschiedlichste Roboter-Applikationen reinsetzen können. Man sieht hier auf dem Bild etwa so einen Greifarm, der dort Ware abscannt im Regal und teilweise dann auch wieder auffüllt. Das ist je kleinteiliger, das wird je schwieriger. Da ist die Mechanik noch nicht so einfach. Aber auf jeden Fall geht es darum, eine technologische Basis zu finden, um unterschiedlichste Roboter-Systeme einzufinden. Ein sehr spannendes Projekt, gutes Konsortium, das wir da zusammen haben. Und da berichten wir eigentlich auch regelmäßig drüber. Ja, vielen Dank, Marco. Ich denke, wir haben jetzt mal einen ersten Überblick gegeben. Wer sich weiter informieren möchte, fordert bitte bei uns den entsprechenden Leitfaden an für das Thema Robotik oder begleitet uns im Internet auf den entsprechenden Webseiten des Ministeriums oder auch beim EHI.
Ja, und ich glaube, wir haben die Zeit leicht überzogen, aber wir danken Ihnen natürlich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie dran geblieben sind und sagen Tschüss. Tschüss.